Ich bin ein echter Busfahrer. Ehre in meinen Rücken. Bus Simulator Alligator geht weiter. Oh mein Gott, er ist lang und fresh. That's what she said. So, und was will jetzt das Spiel von mir? Das Spiel sagt, weise dein Citaro G einer Route zu. Und ich würde gerne Route A. Ist dir zugewiesen. Geil. Also, wir haben jetzt schon drei Busse. Die haben uns einen geschenkt. So, komm. Der Bus gehört dir. Danke, ich weiß. Ich liebe die neue Strecke. Das hatte ich noch nie, sowas hier. Was ist das denn? Hier kann man schön shaken. Shake, shake, shake. Klar, hier. Hier. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounce. Nee. Nein. Nö. Will ich nicht. So, weiter geht's. Boah, hier. Schön mit dem Citaro G. Ein Minuspunkt kriegt das Game von mir. Ich will selber aussuchen, wer bei mir eingestellt wird. Und irgendwie sind die Fahrer automatisch im Business. Kann ich das noch ändern? So. Oh, Vorsicht! Guck mal, da vorne ist ein Gallibus! Moin! Ich muss abbiegen. Scheiße. Aber es ist so nice, meine Fratze durch die Stadt fahren zu sehen, wirklich. Das Ehre in meinem Ass. Ich muss sagen, ich habe das hier alles im Griff. Es gab noch keinen Unfall mit meinem Lenkbus hier immer. Links, blinken, rein, jo, schneller weg! Warte mal, wir sind fertig? C gedrückt halten. Und jetzt? Stopp! Was soll das? Wo kommst du auf einmal her? Spinnst wohl. Das ist meine Route. Ja. Na klar, Schatz. Aber klar, genau, ja. Ja. Und Käse auch. Und Käse auch. Und den Müll natürlich. Ja, na klar. Hä? Aber so redet doch niemand mit jemandem. Wow, Wahnsinn. Sieh dir das an. Mit jedem neuen Bus auf unserem Streckennetz steigen unsere Einnahmen. So können wir noch weiter expandieren. Wow. China-Restaurants sind sehr beliebt. Die Leute genießen dort in der Pause das leckere Essen und fahren dann zurück zur Arbeit. Ja. Da besteht Bedarf für eine gut ausgebaute Route. Okay. Erreiche eine perfekte, ausgeglichene Route zwischen Oakwood, West Oakwood und Highlander Park. So, dann machen wir eine neue Route. Nachfrage. Ach so. Oh, Louis. So ein geschmackvolles Busdesign. Ist ja auch meine Fresse drauf, ist doch klar. Die sind jetzt hier alle am Wackeln. Wenn ich jetzt hier auf den... So, Haltestellen Stufe 1. Bushaltestellen haben wahlweise ein hohes Angebot an oder eine hohe Nachfrage an nach Fahrgästen. Genau. Wähle eine Haltestelle in Oakwood, um eine neue Route zu erstellen. Da ist jetzt Nachfrage hoch, glaube ich. Bedeutet, die Nachfrage ist gut, dass da eine Haltestelle ist. Ich gehe morgen mal zum Strand. Hab gehört, das Wetter wird gut. Ja, jetzt schnauzen. Nee, die Nachfrage war niedrig und jetzt sollen wir eine mit hoher nehmen. Nehmen wir die. Ja, aber wie balanciere ich das aus? Ihr seht es nicht, ne? Ich soll die Scheiße hier, das hier, ich soll das irgendwie ausbalancieren. Lösch. Diese Route ist jetzt ausbalanciert. Cool. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es schon mal hinbekommen. Ich hätte den Bus fast verpasst. Ja. Und habe dann vergessen, eine Fahrkarte zu kaufen. Gut. Kannstein touchiert. Mann, ey, ich habe deine Mutter touchiert, die hat auch nicht gemeckert. So, hier darf ich jetzt rein, ne? Also dieses Ampelsystem in den Staaten, das macht mich fuchsteufels wild. Ich gehe morgen mal zum Strand. Gehört, das Wetter wird gut. Solltest mal zum Neurologen und dein Gehirn untersuchen lassen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das Gefühl... Manche Gespräche, die man im Bus so mitbekommt, sind echt verrückt. Ja, ja, ja. Ich habe das Gefühl, bei dem Spiel komme ich ein bisschen schneller voran, oder? Als beim 18er. Also beim 18er war das einfach nur... Und hier ist jetzt ein bisschen System hin. Das ist einfach nur mein Gefühl. Ich bin falsch abgebogen. Gut, dann nehmen wir... Gut. Machen Sie immer so? Ja. Die Lemmet Street ist immer so schmuddelig. Ja. Vogelkacke überall. Hat sie gerade das K-Wort gesagt? Nee, warte, das V-Wort? Bitte, halt deine Schnauze, Ehre im Mounzi. Manche Gespräche, die man im Bus so mitbekommt, sind echt verrückt. Miau ist kein Gespräch. Miau ist ein dämlicher Hirnfurz von Renate hinter dir. Absolut pünktlich. Die Frau ist aber durchtrainiert. Ich glaube, ich habe die Strecke einfach so ein bisschen... Also, ich habe die Strecke scheiße geplant. Ich muss jetzt 10-mal im Kreis fahren. Wer hat sich das ausgedacht? Letzte Nacht hat meine ältere Enkelin der Kleineren eine gute Nachtgeschichte vorgelesen. Sie kann noch nicht lesen. Also hat sie sich anhand der Bilder eine Geschichte ausgedacht. Das war so süß. Letzte Nacht hat meine Enkelin der anderen Enkelin was nächste vorgelesen. Woche ist das Klassentreffen. Ich freue mich schon drauf. Ist lange her. Aber sie kann nicht lesen. Also ich lese euch jetzt mal was vor. Abonniert Kalle auf allen Kanälen, weil sonst kriegt ihr aufs Maul. Das steht hier zwar nicht, aber das habe ich euch jetzt vorgelesen. Hä? Alter, wenn ich mal alt bin, ich werde so hart zocken. Ich werde zum richtig. Also ich werde ja wahrscheinlich selber keine Kinder haben. Aber ich werde so hart zocken, wenn dann irgendwie Freunde Kinder haben, die dann mal bei mir zu Besuch sind. Ich werde so der zockende Opa sein. Versteht ihr, wie ich meine? Ich mag die heutige Musik nicht besonders. Ja. Aber All Directions sind in Ordnung. So, ich bin die Straße. Ich bin die Straße. So.
jetzt ein bisschen Zeit einholen hier wieder. So. Mein Boot am Strand wurde in zwei Hälften gesägt. Wieso muss denn jetzt einer aussteigen? Aber ich konnte es mit Panzertape reparieren. Piss dich! Und gut, mit der lege ich mich lieber nicht an, weil die haut mir noch aufs Maul am Ende. Ach, guck mal, da ist wieder ein Kallebus! Alter, der ist richtig rübergepeht! Bitte etwas vorsichtiger. Wieder der Kalle Kuschinski-Bus neben mir parkt, ne? Fahr mal los. Fahr, fahr. Geil. Ganz schön windig. Fahr doch. Fahr. Fahr jetzt. Du sollst losfahren. Bushaltestelle kann abgebaut werden. Ja? So, jetzt fährt er. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Ja. Moment. Hier. Oh, da ist noch ein Kalle-Bus von mir. Sieh zu. Hallo, ich muss da rein! Diese Route ist toll. Die Restaurants in Chinatown laufen jetzt noch besser. Einer der Geschäftsleute hat angefragt, ob unsere Busse Werbung für ihn fahren würden. Ich habe Ted hergebeten, damit er uns damit hilft. Ich habe mir seine Anfrage schon angesehen und einen Vertrag aufgesetzt. Na, na klar. Dass die Werbung auf einem der Busse anbringen. Na klar. Die Bezahlung dafür kommt an jedem Zahltag. Jörg. Wenn sich noch mehr Unternehmen an uns wenden, schicke ich dir eine Nachricht. Ich fahre erstmal noch mal weiter, bevor ich jetzt zur Lackiererei fahre. Ehre in den Arsch. Mann, ich kann nichts dafür, dass ich den Tisch da, die Stühle. Mann, die Kante. Immer markier, da knutsche. So, wir müssen jetzt hier die Straße sein, kurz. Oh, weia. So, hier müssen wir anhalten. Da ist wohl jemand unterwegs eingeschlafen. Gut. Wo ist die Person, die eingepennt ist? Hä? Hier schläft doch niemand. Ist doch wach geworden. Ist auch nicht mein Problem. Ist doch nicht meine Schuld, wenn der da einnatzt. Schöner Mann. Hallo. Studententicket. Tageskarte 1. Danke. Scheiß, so viel rausgegeben. Oh mein Gott. Gestern hatte ich eine. Da haben sie nicht kontrolliert. Ja, ja. Ja, ja. Was ist das auch für ein Argument? Also gestern habe ich schon kontrolliert. Da hatte ich eine Karte. Aber heute ist ja Mittwoch. Nee, was ist heute? Freitag. Oh, das wird rot. Mein Enkel hat mir das neue Album All Direct. Wie lange war das gelb? Schalalalalalala. 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 Ehre in den Arsch rein. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Da müssen wir mal ein bisschen Dampf geben hier, ne? Oh mein Gott! Ah! $591! Wagenpicker. Ey, jetzt langt's! Scheiße in meinem Arsch. Ich weiß nicht warum. Ich weiß, du fragst es dich gerade. Ich weiß nicht warum. Ich kann es dir nicht sagen. So. Schlechte Halteposition und zu spät. Ist mir Lachs. Aber jetzt haben wir gerade kein Ziel. Which is nice. Ah. Sind wir immer noch nicht durch? Sind wir immer noch nicht durch mit der Route? Nee, also jetzt langt's. Ah, nee. Stimmt schon. Nee, eine Haltestelle müssen wir noch. So, jetzt rechts rein. Ganz entspannt. So, dann nehmen wir die ganze Kurve hier mit. Ja, ja. So, jetzt sind wir da. Wieso kommen die rein? Halt, stopp! Ihr habt keine Karte gekauft! Klar, ich bin aus West Oakwood, Baby. Und ich bin aus meiner Mutter, also halt die Fresse! Aber jetzt haben wir's. Also, wir fahren jetzt zur Lackiererei. Das können wir doch auch hier. Wir können doch hier unter Werbung dran machen von Chinatown. Jetzt haben wir da so richtig hässliche Werbung auf unserem Bus. Mitten auf dem Kuschinski drauf. So, jetzt muss ich mit einem Bus mit Chinatown. Gut, das bedeutet, wir müssen jetzt hier nochmal eine Route fahren. Ja, die 4 müssen wir irgendwie mal auf die Reihe kriegen. So, jetzt haben wir den Bus gewechselt. Haben wir jetzt den richtigen Bus mit der hässlichen Dreckswerbung? Ja. Okay, und jetzt fahren wir mit dem die Route. Ist hier was drin? Nee, gut. Ach, kann ausgebaut werden. Ich kann die Haltestellen auch besser machen. Das ist die Magic. Behind the shit. Also diese Ampelscheiße in Hamburg hier. Wie heißt der Laden? Amerika. Ah! Direkt mal minus 20.000, ne? Den habe ich auch nicht kommen sehen, davon recht. Ich habe Ehre in meinem... Wir müssen natürlich die Straße sein. Und dürfen uns hier nicht beirren lassen. Das sind ja irgendwelche Piepmetze. Also kein Gas geben, ne? Das geht nicht. Wir müssen nach vorn kommen. Und das bedeutet, Bremsen ist unser Fight! Ich komme auch zu spät. Lass dir da... Mann, ey! Wie fährt er denn? Hörst du das? Ja, ich auch nicht. Diese neuen E-Busse sind so leise. Oder mein Hörgerät ist kaputt.
Wer war das denn? War das Tobi Nader? Kennen Sie seine Stimme leider nicht. So, wir blinken natürlich links, weil wir sind ja anständige Busfahrer. Wenn wir überholen tun, hör mal. Aber, oh mein Gott, wir lassen uns hier nicht beirren. Wir fahren hier einfach ganz weiter. Also bisher geben wir hier wirklich alles. Mit dem kurzen Bus geht das auch einfach besser. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte. Für Winter of Passion kommt jetzt die lange erwartete Nachfolgeserie. Spring of Affection. Das ist großartig. Winter of Passion, Alter. Ich kann meine Fahrkarte nirgends finden. Yes, hier bitte. Ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mousy. Halt die Fresse! Nein, ich bin nicht Amanda. Sie haben sich verwählt. Ja, tschüss. Alles wieder normal. Boah, muss ich gleich mal wieder trinken. So. Ja. Ich muss sagen. Oh, oh, oh. Der Busfahrerjob ist einfach ein ernstzunehmender Beruf. Ich mag die heutige Musik nicht besonders. Aber All Directions. Man darf sich da einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen, ne? Ich bin diese Straße jetzt hier auch schon 30 Mal heute gefahren. Und ihr seht, ich mache das alles nur mit einer Hand, weil ich einfach der Beste bin. Stopp! Ey! Bitte fahren Sie hier die Rampe für mich aus. Hervorragend. Der Geschäftsmann hat den Bus mit seiner Werbung schon gesehen und ist begeistert. Geil! Tja, so geht Business. Bam, 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 bam. Als nächstes ist die Verbindung von Oakwood nach West Oakwood. West Oak ist eine gute Gelegenheit, dein Busunternehmen weiter auszubauen. Und es hat ein tolles Nachtleben zu bieten. Kulturellen Angebote warten nur darauf, entdeckt zu werden. Ja, okay. Tag und bei Nacht. Tolle Idee. Mann, halt doch mal auf! Lass uns auf der Strecke von St. Anthony nach West Oakwood mehr Haltestellen in Betrieb nehmen. Ja. Damit wir auch auf dem Weg von Oakwood zurück anhalten können. Die Menschen warten doch nur auf eine Chance, West Oakwood zu besuchen. Ja. Übrigens haben wir kein Strafgeld dafür bezahlen müssen, dass wir die eine Person da umgefahren haben. Das wurde aufgelistet. Keine 20.000. Ehre in den Arsch. Tschüss.